Ja, herzlich willkommen zum World Games Empfang 2017. Das Team Deutschland ist mittlerweile komplett zurück und hier im Skatepark Groß-Gerau darf ich ganz herzlich begrüßen Letizia Schimek und Simon Albrecht. Ja, die World Games haben stattgefunden vom 20. bis 30.07. in Breslau in Polen. Und ja, mit mehr als 3500 Athletinnen und Athleten waren dieses Jahr dabei im Programm über 30 verschiedene Sportarten. Eine davon Inline Speed Skating. Und hier nehmen wir die beiden Starter von Blau-Gelb Groß-Gerau. Einmal Letizia Schimek und Simon Albrecht. Und insgesamt muss man sagen, 18 Goldmedaillen, 17 mal Silber und 14 mal Bronze, das war die Bilanz des Team Deutschland. Der Deutsche Olympische Sportbund hat vor den World Games noch gesagt, ob wir das Ziel schaffen, mehr Medaillen zu bekommen als damals in Cali, und es wurde deutlich übertroffen. Wir haben 3 der Medaillen hier. Simon, du hast sie gerade hinter dich gelegt, zeig sie doch mal hier, damit wir alle noch mal sehen können, nach vorne. Die 3 World Games Medaillen hier, die Simon geholt hat. Und da reden wir gleich mal ganz kurz drüber, über welche Strecken und. Also das ist eine wirklich einmalige Sache. Es ist sagenhaft, dass wir 3 dieser 18, beziehungsweise dieser gesamten Medaillen hier haben können. 2 der 18 Goldmedaillen hier im Skatepark. Und das ist, ja, ist wirklich sensationell. Simon, nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Top-Leistung. 2-mal Gold, 1-mal Silber und 1/4. Platz. Da hat es nicht ganz gereicht, aber du warst im Finallauf dabei. Das war dann auf der Straße, da wurde es dann auch mit der S-Kurve, war da ein bisschen tricky, muss man sagen. Ja, Simon Albrecht, 17-facher Junioren-Europameister, 4-facher Europameister in der aktiven Klasse, 2-facher Weltmeister in der Juniorenklasse, dann zudem noch im letzten Jahr Weltmeister in der aktiven Klasse gewesen. Letztes Jahr haben wir noch drüber gesprochen, hast du gesagt, das ist das Höchste, was das ist Wahnsinn. Ja, und jetzt steht er hier, 2-facher World Games Sieger über die 300 und 500 Meter. Also es ist sagenhaft. Simon, was ist das für ein Gefühl für dich? Ja, es ist ein sehr gutes Gefühl natürlich. Nach der Weltmeisterschaft letztes Jahr hatte ich eigentlich schon alle Ziele erreicht, die ich wollte. Die World Games habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und in den World Games bin ich gefahren mit dem Ziel, eine Medaille irgendwo zu holen. Das Ziel habe ich weit übertroffen und ich bin super glücklich darüber, und es hätte nicht besser laufen können. Die World Games finden alle 4 Jahre nur statt, muss man sagen, die Weltmeisterschaften jedes Jahr. Hast du da einen besonderen Druck verspürt? Ich meine, wenn du jetzt natürlich sagst, ja, du hast die World Games gar nicht so auf dem Schirm, aber wenn man am Start steht und weiß, das ist jetzt die nächste Chance, wenn dann überhaupt in 4 Jahren oder jetzt? Ja, also Druck war auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, was ich in 4 Jahren noch mache, deswegen bin ich auf jeden Fall in den Start gegangen und wollte alles geben, was ich konnte. Dass es dann gleich beim ersten Rennen so gut geklappt hat, hat auch viel Druck von mir weggenommen. Dadurch wurden dann die anderen Rennen auch so gut, dadurch, dass ich druckfrei in die anderen Rennen gehen konnte, und die anderen Sportler mussten mit mehr Druck gehen, weil es in der ersten Strecke nicht geklappt hat, und ich glaube, es hat mir auch viel geholfen. Ja, gleich die erste Einzelmedaille für das Team Deutschland hast du geholt als allererster, und du hast gleich bei den 300 Meter die Goldmedaille geholt, bei den 500 Meter Sprintstrecke auf der Bahn ebenfalls. Auf der Straße bist du als 4. ins Ziel gekommen. Wie war das, die Taktik bei den 500 Meter auf der Bahn? Das war ja wirklich sensationell. Du hast es geschafft, bei allen Rennen immer vom Start weg zu führen. War das die richtige Taktik? Und wie war es bei den 500 auf der Straße? Warum hat es da nicht ganz geklappt? Für die Bahn war es auf jeden Fall die richtige Taktik. Sie hatte sehr enge Kurven. Dadurch konnte man aus zweiter Position oder auch aus dritter Position nicht viel Geschwindigkeit aufbauen in den Kurven, um vorbeizufahren. Deswegen habe ich ihm gesagt, mein Antritt ist sehr schnell und ich mache es von vorne sehr kontrolliert, blockiere die anderen, solange ich kann, und renne dann wieder voll aus der Kurve raus. Und es hat alle Runden perfekt funktioniert, auch im Finale. Bei den 500 auf der Straße war es halt, wie gesagt, schwierig mit den verschiedenen, mit den S-Kurven. Das fällt auch im Finale, das waren mit mir dann die anderen 3 besten 500 Meter Läufer der Welt, deswegen war das da auch keine Schande, dass es dann nicht gereicht hat zu einer Medaille. Ich bin trotzdem sehr glücklich über den 4. Platz und ja. Ja, es ist sensationell, also auch ein 4. Platz bei den World Games ist spitzenmäßig, absolut, ja. Aber man hat schon erkannt, eben bei den 500 Metern,
die anderen drei, die waren weg und da überholen war einfach dann nicht mehr möglich. Ne? Also ich denke, die S-Kurve hat ja auch dort auf der Straße einigen das Leben wirklich schwer gemacht, glaube ich. Sowohl bei den Einzelsprints als auch später bei den, ja, bei den Massenstarts dann in dem Fall. Ja, was hast du dir vorgenommen für die Weltmeisterschaften? Du bist ja jetzt auch mit Sicherheit weiterhin der Favorit auf der Sprintstrecke. Ich gehe wie immer in die Weltmeisterschaft, also jetzt die letzten paar Jahre, mit dem Ziel, eine Medaille zu holen. Es wäre natürlich super, wenn ich den Titel verteidigen könnte über 300 Meter. Aber es ist viel leichter gesagt als getan. Es sind jetzt noch mal mehr Sportler da, die um die Medaille laufen können als bei den World Games. Und ich werde einfach mein Bestes versuchen und hoffen, dass ich in den Sprintstrecken auch wieder überzeugen kann. Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Wie schaffst du es, das jetzt, ich sag mal, die Weltmeisterschaft, klar, da sprittst du wieder an. Wie schaffst du eigentlich das Spagat zwischen Training, Wettkampf und naja, Freizeit beziehungsweise auch dann Arbeit, Studium? Ja, also ich sag mal so, als Student hat man oft viel Freizeit. Man muss zwar viel lernen, in den Zeiten, in denen man nicht trainiert. Es ist schwierig, also es kostet viel Freizeit, Sport mit Schulung zu verbinden. Aber letzten Endes ist der Sport ja auch unsere Freizeit. Wir machen es ja, weil es uns Spaß macht, weil wir es mögen, weil wir gerne mit den Leuten unterwegs sind. Und deswegen kann man das nicht sehen, dass man seine Freizeit opfert, sondern man lebt einfach die Freizeit aus. Ja, danke dir, Simon. Nochmal einen dicken Applaus. Simon Albrecht, zweifacher World Games Gewinner und bester Deutscher aus dem Team Deutschland bei den World Games 2017. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, Letizia, du skatest auch schon, seitdem du, ja, konntest du schon laufen oder erst skaten? Wie war das bei dir? Ich glaube erst skaten. Ja, also die Trainerin bestätigt das, genau, die Marion. Also du skatest, bevor du gelaufen bist, hast du erstmal geskatet. Ja, vielfache deutsche Meisterin, sechsfache Europameisterin, im letzten Jahr mit der Staffel Weltmeisterin geworden. Also wirklich auch da top unterwegs. Und in diesem Jahr hast du zum ersten Mal bei den World Games teilgenommen. Für dich also die Premiere in diesem Jahr. Hast zwei Top 10 Plätze erzielt und einmal Fünfter über 300 Meter auf der Bahn, zuvor Achte in der Qualifikation. Hast dich also da noch gesteigert und dann über die 500 Meter auch Top 10 Platzierung, also Neunte. Ja, bei den World Games, jetzt, ja, es ist keine Medaille geworden, Lissi, aber es ist Wahnsinn, also überhaupt sich erstmal dafür zu qualifizieren. Und wie hast du das denn erlebt, die World Games in dem Fall? Also es ist ja durchaus ein bisschen was anderes, die World Games anstelle von Welt- oder Europameisterschaften, die du ja schon zahlreich erlebt hast. Ja, es also sind auf jeden Fall ganz viele verschiedene Eindrücke, die man mitgenommen hat. Ich hatte viele Hochs und Tiefs, weil die Rennen eben nicht so liefen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber allein zum Beispiel bei der Eröffnung konnte ich sehr viele tolle Eindrücke mitnehmen, weil man eben mit dem gesamten Deutschland-Team mit einlaufen konnte, also nicht nur mit unseren Sportarten, sondern eben mit allen Sportarten. Und das war schon was sehr Besonderes, mal ein bisschen alle kennenzulernen, mit den anderen Sportlern und Trainern zu sprechen, sich ein bisschen auszutauschen. Und ja, das war schon was sehr, sehr Besonderes. Ja, du hast gerade gesagt, ihr seid bei der Eröffnungsfeier gemeinsam eingelaufen. Das war ja auch zum ersten Mal so, dass der Deutsche Olympische Sportbund, der ja diese Veranstaltung auch unterstützt, auch das Team Deutschland, sag ich mal, hier mit nochmal ordentlich gefördert hat bei den World Games. Und habt ihr denn auch andere Sportler kennengelernt von anderen Sportarten oder wart ihr eigentlich so fokussiert auf eure Wettkämpfe? Wie war das? Also wir haben, wie gesagt, an der Eröffnung sehr viele Sportler kennengelernt aus unserem deutschen Team, konnten uns dann während den Wettkämpfen ein bisschen austauschen. Es waren auch welche von anderen Sportarten bei unserem Sport dabei und haben angefeuert und haben sich mit den Fahnen in die Tribünen gesetzt. Es war sehr, sehr toll. Wir waren leider jeden Tag eingespannt. Wir hatten ja auch keinen einzigen Ruhetag. Wir waren von früh bis spät quasi eingespannt in unseren Wettkämpfen und konnten dadurch leider keine anderen Sportarten sehen. Ja, das ist schade, aber Sport 1 hat ganz, ganz viel übertragen, sowohl vom Inline-Speedskating als auch von einer der anderen 29 Sportarten. Also das war auch sensationell, das Engagement, das Sport 1 da hatte. Wir haben zu Hause alles gut verfolgen können, wie das so war. Ich habe schon angesprochen eben beim Simon, der Straßenkurs, der hat es ein bisschen in sich gehabt. Wie hast du diesen Straßenkurs empfunden? Also ich fand es an sich gar nicht so schlecht, weil mir liegen eigentlich so ein bisschen kompliziertere Bahnen ganz gut, weil ich technisch doch sehr talentiert bin, sage ich mal. Ja gut, leider hat es bei mir dann trotzdem nicht funktioniert in den Läufen, aber an sich fand ich es nicht so schlimm und es war mal ein bisschen was anderes.
zu gucken, okay, also es ging ja berghoch und bergrunter. Dann konnten wir mal ein bisschen gucken, okay, wie verhalten sich die anderen, wenn es mal bergrunter geht und inwiefern hält meine Kraft noch aus, wenn es dann berghoch geht, auch im Vergleich zu den anderen. Und es war dann doch mal was anderes und ja, ganz spannend mal zu erleben. Sollen wir jetzt hier auch einen Hügel einbauen oder nicht? Nee, das können wir dann schon lassen. Okay, gut, dann lassen wir das hier mal im Skatepark Rosgera. Du hast gerade die anderen erwähnt. Wie war so die Stimmung unter euch Sportlerinnen in, ich sag mal, ja, bei den Inlineskate-Wettbewerben? Wie war die Stimmung bei den World Games? Also eigentlich wie immer sehr gut. Es wurde vor und nach dem Rennen gratuliert oder viel Glück gewünscht. Es war ja fast wie bei den Weltmeisterschaften, nur vielleicht noch ein bisschen entspannter. Weil das eben für alle doch was ganz Besonderes ist. Jeder eine schöne Zeit haben möchte und deswegen war es sehr professionell. Also jeder hat sich auf sein Ding vorbereitet und so weiter. Aber hinterher, wenn Tränen geflossen sind, wurde dann sein Mitleid bekundet. Oder wenn es dann gut gelaufen ist, kamen dann aber auch alle und haben gratuliert. Also das war schon wirklich sehr besonders. Also absolut Fair Play, das ist natürlich schön. Super. Auf jeden Fall, ja. Wie bringst du, ich sag mal, Beruf und Sport zueinander? Also ich bin ja bei der Sportfördergruppe in der Landespolizei in Hessen. Ich bin im Januar fertig geworden mit meiner Ausbildung und habe jetzt das Glück, dass ich einmal die Woche arbeiten gehen darf und den Rest der Woche bin ich für meinen Sport freigestellt. Von daher kriege ich das sehr gut unter einen Hut. Okay, ein Blick auf die Weltmeisterschaften. Wie sieht's da aus? Was hast du dir vorgenommen? Ja, ich bin seit gestern wieder in meinem Training zurückgekehrt, gebe jetzt nochmal Vollgas, habe jetzt nochmal einen großen, harten Trainingsblock vor mir. Dann kommt noch mal ein Wettkampf in Ostende, da einfach nur mal reinzukommen und noch mal ein bisschen Rennen, Luft zu schnuppern und dann Vollgas Richtung Weltmeisterschaft und dann hoffe ich, dass ich das nachholen kann, was ich jetzt verpasst habe bei den World Games. Ja, dann drücken wir auch dir, Leti, alle Daumen, die wir haben, dass es da die nächste Goldmedaille gibt oder die nächste Medaille oder dass du auf jeden Fall eine gute Zeit hast bei den Weltmeisterschaften und nochmal dicken Applaus und Glückwunsch hier. Teilnehmerin bei den World Games 2017, Letizia Schimmick. Ja, und jetzt darf der Simon nochmal seine Medaillen alle drei umhängen, würde ich sagen. Und wer möchte, Autogrammstunde ist eröffnet, beziehungsweise ihr bekommt gleich noch natürlich einen Blumenstrauß von uns für euch und ganz, ganz große Glückwünsche. Also, super Leistung, wir sind super stolz auf euch, dass ihr uns so toll vertreten habt bei den World Games 2017 in Breslau, in Polen. Jetzt gibt es nochmal einen dicken Applaus für Letizia Schimmick und Simon Albrecht. Was ist das für ein Gefühl für Sie als Bürgermeister und was ist das für ein Gefühl für Sie als Bürger der Stadt Groß-Gerau? Ein Doppelpack, ja. Das ist wirklich so, als ich das Mail bekommen habe, ich bin ja dankenswerterweise von meinem Lehrer gleich informiert worden und dachte ich mir, hey, da fühlt man sich gleich mit gut, ja. Also es war für mich mit Erfolg und das ist immer das, wo ich sage, wenn wir Sportler haben, so wie Sie beide, dann ist es für uns ein Aushängeschild, eindeutig. Und Sie sind das ganze Jahr so auf sich allein gestellt mit Ihrer Disziplin, Sie sind oft so wenig kommentiert und berichtet, dass es dann so auf den Punkt klappen muss. Ich kann nur sagen, ganz großen Respekt vor dieser Leistung, vor dem, was Sie jetzt für sich abrufen konnten und die Stadt ist auf Sie mit Stolz. Jemand, der Medaillen dann heimbringt, zweimal Gold und einmal Silber, den weiß man gar nicht, auf welchen Podest man den stellen soll. Aber die Teilnahme allein, die ist schon allen Respekt wert und dafür darf ich Ihnen beiden ganz herzlich gratulieren. Das tue ich vielleicht auch jetzt erst nochmal. Also ganz offiziell der Frau Schimmick. Ich habe, wie gesagt, mit leichtem Schreibfehler Ihnen was mitgebracht. Und die Frage war ja, was bringe ich mit? Ich kann jetzt nicht hier stehen. Blumen, da habe ich für Sie Blumen. Um Sportler Wein oder so zu schenken, ist ja total uncool. Also habe ich mir gesagt, die beiden brauchen jetzt noch irgendwas, wo sie relaxen können. Die Sommerzeit ist ja noch da. Insofern ist es noch eine Rest-Freizeitkarte für unser Freibad. Das heißt, eine Saisonkarte, die jetzt nur noch, glaube ich, 5 Wochen, haben Sie gesagt, Frau Auer, ja? 6 Wochen. Noch 6 Wochen. Nein. Noch 6 Wochen Gültigkeit hat. Locker rausschwimmen, ja. Die Füße hochlegen, sich's gut gehen lassen, Sie beiden. Albrecht, auch Ihnen herzlichen Glückwunsch. Auch meinerseits an Ihnen nochmal. Ist ja nur symbolisch, aber großen Respekt vor dieser tollen sportlichen Leistung. Dankeschön. Und danke auch, dass ich dabei sein darf. Ja, natürlich, Herr Dauer. Das ist uns eine Ehre, dass Sie da sind als Kreisstadtbürgermeister. Ja, jetzt können Sie im Schwimmbad Ihre Bahnen drehen und sich auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. Müssen wir mal schauen, wie das in den Trainingsplan passt. Herr Sauer, was kann die Stadt Groß-Gerau aus diesen Erfolgen machen?
Ja, lernen für die Zukunft. Wir hatten schon immer die Diskussion, was müssen wir hier investieren, damit der Verein erfolgreich sein kann. Jetzt machen wir den Erfolg schon immer an den Speedskating-Kriterium hier fest. Also ist aber gemeinsam mit Ihnen versuchen wir das hier, die Crossfitter Bevölkerung vom Kriterium zu entflammen und freuen uns natürlich auch schon auf das 40. Kriterium im nächsten Jahr, unser Jubiläum, was wir natürlich auch groß feiern möchten hier im Skatepark Groß-Gerau und natürlich auch mit unseren Sportlern am Start. Und jetzt drücken wir die Daumen natürlich, dass ihr ja ein bisschen Freibadsaison schnuppern könnt, aber natürlich auch euer Training gut weitermachen könnt und bei den Weltmeisterschaften auch nochmal erfolgreich an den Start geht. Dankeschön, Herr Sauer, schön, dass Sie da sind. Feiern Sie noch ein bisschen mit uns. Dankeschön. Danke. Ja. Danke.